Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Bremer Bay. Und das liegt hier. Wir sind jetzt nämlich dabei, die Südküste von Westaustralien zu erkunden und haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar mal wieder eine Tour. Und zwar werden wir die Orcas. Ne, schwimmen tun wir nicht diesmal. Aber vielleicht welche sehen endlich ja, mal. Allerdings hat unser Morgen ein bisschen anders als geplant angefangen. Wir mussten noch einen Besucher. Ja, wir hatten noch einen Besucher. Wir hatten noch einen Besucher im Van, den wir erst vertreiben mussten. Von daher sind wir noch so ein bisschen neben uns. Werden jetzt aber, bevor es gleich losgeht, erstmal unseren Kaffee austrinken. Dann alles anziehen, was wir haben an Klamotten, würde ich mal vorschlagen. Und noch ein bisschen was gegen Seekrankheiten müssen wir nehmen, weil die See soll rau werden. Genau, wir probieren mal Ingwer-Tabletten aus. Wir haben gehört, das soll helfen. Soll helfen, genau so. Das heißt, das haben wir jetzt noch zu tun und nur noch eine halbe Stunde Zeit. Von daher legen wir los. So, Anni macht sich jetzt stark klar. Ja, gibt auf jeden Fall eine zweite Hose. Verstehe ich gar nicht, weil wir haben nur Leute mit kurzen Hosen schon gesehen. Ja, manche sind mutig. Ja, wir sind also die Tour geht auf jeden Fall 8 Stunden. Von daher glaube ich, das kann auf dem Wasser ganz schön kalt werden. Lieber warm anziehen. Ausziehen kann man sich ja noch immer, ne? Ich glaube, wir haben jedes einzelne Kleidungsstück mit, was wir mit haben. Wir haben Angst vorm Frieren. Ich bereue es immer noch, dass ich keine langen Socken mitgenommen habe. Nur kurze. Mensch. Oh, stimmt, dicke Socken wäre cool gewesen. Also dicke Socken, würde ich das nächste Mal auch einpacken. War doch manchmal doch ein bisschen frischer im Van, ne? Mhm. Sicherheitseinweisung und wir werden jetzt ungefähr 1,5 Stunden fahren, bis wir zu so einem Canyon-System kommen, wo die Orcas sich vermutlich aufhalten werden. Also die schwimmen hier immer so die Küste lang. Sie sagt, es kann halt nach 5 Minuten sein, dass wir welche sehen, kann aber auch dauern, dass wir halt einige Stunden brauchen. Und ja, bis zu 300 Orcas halten sich hier immer in der Gegend auf über die Sommermonate und ja, mal schauen, ob wir gleich welche sehen werden. Auf jeden Fall werden wir uns erstmal Käffchen holen, ne? Weil Essen ist wieder inkludiert. Wir mussten diesmal für, ich sag mal, man kann auch wieder vegane, glutenfreie Optionen und alles sowas auswählen. Mussten wir diesmal für die vegane Lunch Package $5 extra zahlen. Aber es ist okay, wenn man sich was gleich zum Frühstück gibt. Thank you.
Hi. Hi. Ja, wir brauchten den Tag definitiv beide Hände, um uns noch am Boot festzuhalten auf der Rücktour. War wirklich super spannend. Ich glaube, uns sind auch ein paar Bilder gelungen, trotz des doch recht wackeligen Standes da auf dem Boot. Und ja, dann zog das Gewitter aus und wir mussten dann echt zusehen, dass wir schnell an Land wiederkommen. Und das war auch der Moment, wo relativ viele denn auch der Seekrankheit gefrönt haben nachher. Das war schon ein bisschen härter. Also nehmt euch auf jeden Fall was mit gegen Seekrankheit, wenn, also auch wenn ihr vielleicht sonst nicht so schnell seekrank werdet, lohnt sich. Nehmt euch eine Jacke mit. Wind kann es ganz schön kalt werden. Ja, es wurde nachher nachmittags schon ein bisschen frischer. Und nass. Also durch den hohen Wellengang sind auf der Rücktour richtig viele klatschnass. Also klatschnass. Also ja, einmal hat es so richtig gescheppert. Und da waren aber auch selbst die Mitarbeiter so ein bisschen überrascht. Da kam mir selbst vor. Also Handtuch mitnehmen, Regenjacke, definitiv ein guter Tipp. Sonst war es eine echt tolle Tour, war eine super Erfahrung. Also jetzt war jetzt auch die Jahreszeit, wo den Tag davor hatten sie dann nichts mehr gesehen. Deswegen hatten wir Saison dann halt auch schon welche von dem Tag davor mitgehabt jetzt so wieder. Und ja, die hatten jetzt Glück. Die hatten Glück, genau. Also wenn man halt nichts sieht, kann man den nächsten Tag oder ein andermal nochmal mitfahren. Wäre für uns jetzt zeitlich gar keine Option gewesen. Von daher alles, also sind wir super happy, dass das funktioniert hat. Und ja, gestern haben wir den Tag genutzt, einfach einmal ein bisschen weiter zu fahren, weil es war gestern 14 Grad und nur windig und hat nur geregnet und war saukalt hier. War ein Tag zum Vergessen. Der Regen stand waagerecht an. Aber heute Vormittag soll noch ein bisschen trocken bleiben und die Sonne rauskommen. Und von daher werden wir uns jetzt hier die Küste weiter angucken. Wenn wir gar nicht erzählt, wo wir sind, oder? Nee. Wenn wir Zeit. Wir sind jetzt weitergefahren Richtung Denmark Whale Pool und das ist hier. Ja, und heute gucken wir uns erstmal Highlights hier an der Küste an. Und ja, ist dann hier die Ecke Denmark Whale Pool angesteuert haben, hat sich die Landschaft noch mal wieder total verändert. Also es ist jetzt hier richtig mega grün alles. Ja, und sieht sehr schön aus. Auch richtig doll bewachsen. Also doch faszinierend, wie viele verschiedene Landschaften das hier so bereithält. Richtig cool. Also guck mal, das sieht doch schon aus wie irgendein Dschungel in Südostasien oder so, finde ich. Ja. Richtig, richtig cool. So sieht Schottland aus, bloß nur mit so einem schönen Meer. Aber die Klippen und so, ich glaube, das sieht dann auch ganz gut aus. Richtig cool. Das sind übrigens hier die Conspicuous Cliffs. Ja. So heißt es. Aber richtig cool. Achso, und das ist auch, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Das ist übrigens auch ein Ort, wo ihr im australischen Winter und Frühling Wale sehen könnt. Also hier von der Küste aus. Das ist auch ganz cool. Juhu. Ja, wir sind jetzt noch zu den Green Pools und den Elephant Rocks gefahren und auf jeden Fall hier scheint touristisch mehr los zu sein. Das ist hier echt großer Parkplatz. Richtig großer Parkplatz. Und selbst jetzt für den doch, ich sag mal, durchwachsenen Morgen doch schon einiges los. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass es sich voll lohnt, ne? Ja. Mal gucken. Die Sonne ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen draußen, auch wenn zwischendurch mal schauert. Und aber wärmer als gestern, ne? Wir zeigen euch die schönen Seiten hier. Genau. Ich habe das Tuch auch nur auf, weil ich vom Wind immer sonst Kopfschmerzen kriege. Also, so kalt ist es gar nicht. Es gehört ja auf jeden Fall zum William Bay National Park und hier soll es auf jeden Fall auch Quokkas geben. Also das ist bestimmt, vielleicht haben wir ja nochmal Glück und sehen welche. Das wäre cool. Ist ja nicht so warm. Und es gibt ja aber auch einen richtig langen Track, den man wohl hier lang hiken kann. Der scheint wohl von Denmark bis, keine Ahnung, wahrscheinlich bis Whalepool oder so zu gehen. Also richtig cool, aber ich glaube, dafür ist das Wetter ein bisschen unbeständig. Und schnorcheln kann man hier übrigens auch. Endlich mal wieder eine Machen Bay. Machen hier sogar welche. Bei dem Wetter, ne? Ja. Aber da erfrieren wir. Da kommt schon wieder eine dicke Regenwolke. Dafür müssen wir uns beeilen.
What if I'm all that you needed? What if you're all that I want? What if our words stop the bleeding? What if my touch could heal scars? Would you throw me a lifeline? Or write your name in the moonlight? Walk side by side through the land mines, but don't let me run out of time. Waiting for a lifeline. Oh, what if there's no other answers? What if it comes down to us? What if we just took our chances? What if our time doesn't come? Would you throw me a lifeline? Or write you... Hier geht's gerade nicht weiter. Nicht für uns. Ja, weil falsche Schuhe und zu viel Technik und... Ach, wir und Wasser. Es passt nicht ganz. Aber die Drohne war schon unterwegs und ich zeige auf die andere Seite. Dann. Closing their shutters and hiding away from the crowds. And all of the hunters are chasing their wonders. And I'm only lost in the clouds. Would you throw me a light? So, das ist die andere Seite. Einfach. Jetzt in dem Schrank würde man denn kommen. Das wäre cool, ne? Also, ja. Also laufen ein paar Mal rum, aber es ist halt auch ein bisschen frisch heute. Vielleicht übermorgen, Sonntag, ne? Sonntag, 22 Grad nochmal. Evans Weicheier. Ja. Manche gehen ja auch hier noch schwimmen und alles, aber uns ist das so kalt. Aber richtig schön. Wir haben übrigens festgestellt, Archie ist wie wir auch ein Sonnenkind, ne? Ja. Seitdem es jetzt nämlich seit ein paar Tagen regnet, fangen immer irgendwelche Leuchten wild an zu blinken, so randomartig. Also auf jeden Fall die Ölleuchte, die blinkt die ganze Zeit. Vorhin noch mal kurzzeitig die Batterieleuchte. Wir waren da war aber, ne, aber auch mal so ein kleiner Schauer und dann fing es an zu blinken. Keine Ahnung. Ja, wir waren aber gestern kurz in der Werkstatt und die sagte auch, also ist wahrscheinlich nur ein Regen, der den Sensor da irgendwie beeinflusst. Nichts Ernsthaftes. Wird also wieder Zeit für trockenes Wetter, würde ich sagen. Für uns und für Archie. Archie ist auch ein Sonnenanbeter. Okay, wir müssen jetzt noch mal ganz schnell machen, weil es kommt schon wieder eine Regenwolke. Auch wenn sich sonst das Wetter definitiv besser hält als erwartet. Ja, es schüttet nicht in Dauerregen. Also das haben wir hier heute nicht. Ne? Also es ist schönes Aprilwetter. Auf jeden Fall ist in dieser Gegend, findet ihr auch super viele Weingüter an der Straße und Destillerien und... Schokoladenmacher. Ja, richtig cool. Und wir sind jetzt hier zur Good Food Factory gefahren. Der macht verschiedene Sachen, die er herstellt, unter anderem Cider. Den möchte ich gerne probieren und Hunger haben wir auch. Und ja, mal sehen, was gleich bei uns auf den Teller kommt. Wir nehmen euch mit. Nochmal. Auf den freuen wir uns jetzt am meisten. Das ist nämlich der Apple Jalapeno Chili. Und wer uns kennt, weiß ja, wir stehen ja wahnsinnig auf Chili. Grinst nicht so, das ist meiner. Das ist der einzige, den ich mag. Wahrscheinlich. Mmh. Na? Den ist lecker. Ja. Veganer Mayo. Veganer Mayo und ein Beetroot-Burger. Sieht gut
gut aus, ne? Nicht, dass wir nicht satt werden, aber ein Dessert geht immer. Okay, das ist wirklich definitiv das größte Eis, was man kriegen kann auf der Welt. Hatten ja natürlich gerade Burger. Nach dem reichhaltigen Essen dachten wir, vertreten wir uns noch mal ein bisschen die Beine und sind hier zum Mount Frankman gefahren. Frankman? Ich glaube Frankman heißt das. Ich blende das sonst noch mal ein. Und streng genommen dürft ihr das mit Van Archie, durften wir eigentlich nicht hier fahren, weil musste ein bisschen... Also in der Klausel steht es halt drin, dass man nicht so lange Gravel Road fahren sollte. Und wir mussten ein paar Kilometer fahren, also müsst ihr selbst entscheiden, war aber gerade frisch gegradet, von daher alles gut. Und zuerst haben wir hier 1,6 Kilometer, so einen kleinen Hike gemacht, einmal um den Berg rum, der war... durchwuchert, aber machbar. Ja, also unspektakulär. Ja, und jetzt sind wir hier noch beim Wilderness Lookout und der ist aber wirklich richtig schön. Ja, den würde ich auch empfehlen. Also auch wenn es jetzt gleich wieder anfängt zu regnen, den kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man noch ein bisschen Zeit hat. Und für uns ist es auf jeden Fall eine tolle Einstimmung für morgen. Und ihr werdet das aber erst im nächsten Video sehen, weil da geht es für uns zu den... Valley of the Giant Trees. Das genau. Heißt riesige Bäume. Richtig hohe Bäume gibt es nämlich hier und wir freuen uns und dann zeigen wir euch auf jeden Fall, auf welchem Campground wir sind und alles und ja, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und ihr wisst, wie es geht. Grüßt Archie. Genau, grüßt Archie in den Kommentaren, lasst ein Like da, könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat und würde uns freuen. Dann nochmal einen Ausblick mit Rogo für euch. Walk side by side through the land, mind, but don't let me run out of time. Waiting for a light.